Ich will noch einige Erläuterungen zu der Endlager-Sache hinzufügen. Wenn eine Mutter glaubt, dass ihr Kind mit radioaktiven Stoffen belastet wird und durch die Luft irgendwas kommt, sich auf ihrem Kind niederlegt, dann wird sie dieses Kind waschen. Und wenn sie dieses Kind in der Nähe eines Kernkraftwerks zu häufig wäscht, dann bekommt dieses Kind Leukämie. Besonders wenn diese Duschgele mit krebserregenden Substanzen versetzt sind. Und das waren die in der Zeit der Studie, der Kick-Studie, die lief ja von 1980 bis 2003, 23 Jahre. In der Zeit gab es viele Duschgele, die krebserregende Substanzen enthielten. Das wäre also zu erwarten, dass es davon Krebsfälle gibt in der Nähe von Kernkraftwerken. Und es deutet alles darauf hin, dass dies die einzige Ursache ist für die Gott sei Dank wirklich winzige Erhöhung der Leukämierate. Das ist, wie gesagt, alle 195 Jahre stirbt ein Kind in der Nähe eines Kernkraftwerks, was nicht sterben würde, wenn da kein Kernkraftwerk stünde. Wenn ich das vorbringe, dass die Grünen schuld sind an den wenigen Fällen, das klingt immer so nach Verschwörungstheorie. Das ist nicht so. Es ist, auch die Wissenschaftler selbst haben als Erklärung angstgesteuertes Verhalten angenommen. Angstgesteuertes Verhalten, sie haben es dann nicht näher, die haben da Beispiele gebracht mit Milch und so weiter, verstrahlter Milch und allem möglichen, also was die Mütter da falsch machen. Das ist also wissenschaftlich erwiesen, wenn es überhaupt eine Erhöhung gibt, dann haben die Grünen die selbst verursacht. Das ist die eine Sache, die andere Sache ist dieser sogenannte Dual-Fluid-Reaktor, der langlebige Nukleide verbrennt. Da gibt es von Bill Gates einen ähnlichen Typ, den er mit Millionen fördert. Und diese Methoden, solche Reaktoren durchzurechnen, sind heute perfekt. Die Computerleistung ist ja ausreichend und das Wissen über die einzelnen Kernprozesse ist heute also tausendmal größer, als es war zu der Zeit, als unsere ersten Atomkraftwerke konzipiert wurden. Das kann man also heute sehr genau vorausberechnen und da sind Reaktoren möglich, die wirklich, tut mir leid, es ist so, eine Millionenfach sicherer sind als unsere jetzigen Kernkraftwerke. Das heißt, wir steigen in dem Augenblick, wo es möglich ist, sichere Kernkraftwerke zu bauen, steigen wir aus. Dieser Dual, das ist natürlich der Höhepunkt des Blödsinns, aber dazu neigen die Deutschen ja. Dieser Dual-Fluid-Reaktor hat übrigens den Green Tech Award gewonnen und das ist ja, war ja nun sehr witzig, das ist eine grüne Organisation, die vielen also fast hinten vom Hocker. Und dann haben sie rückwirkend die Wettbewerbsbedingungen geändert, damit der Nuklearreaktor nun nicht den Grüntech Award gewinnt. Das war aber leider vergeblich. Das Kammergericht hat das also entschieden, dass das dabei bleibt. Der Nuklear-Dual-Fluid-Reaktor hat den grünen Umweltpreis, den wichtigsten grünen Umweltpreis gewonnen, den Green Tech Award. Die Kosten muss auch also den Green Tech Award tragen. Die sind selbst um solchen Wettbewerb zu betreiben, sind sie ein bisschen zu dusselig. Das ist so, die Intelligenz ist woanders zu Hause, aber der Glaube ist deswegen umso intensiver bei den Grünen. Nur der Glaube, etwas Gutes zu bewirken, reicht nicht aus. Auch die Nazis waren der Meinung, sie würden für Deutschland etwas Gutes bewirken. Es ist doch, kann doch gar kein Zweifel. Die waren doch nicht der Meinung, sie tun Deutschland was Schlechtes. Die da dachten doch auch, das wäre was Gutes. Das allein reicht nicht aus. Es muss dann auch wirklich grün sein. Und da hapert es bei dem, was die Grünen veranstalten, leider sehr. Es ist, wie gesagt, die fürchterlichste und schädlichste Partei nach 1945. Und sie sind selber schuld, weil sie eben jede Selbstkritik verweigern, weil sie es völlig verweigern, sich sachkundig zu machen über die wirklichen Folgen der Kernenergie, weil sie millionenfach übertreiben die Schäden, die von der Kernkraft kommen. Und dadurch werden die ganzen 500 Mal
wichtigeren Dinge, die zu Kinderkrebs beispielsweise führen, Passivrauchen, Ölheizung statt wie in Frankreich über Nuklearenergie die Häuser zu heizen, Ölheizung, Passivrauchen, Straßenverkehr und so weiter. Das sind die wirklichen Gefahren. Diese wirklichen Gefahren werden nicht bearbeitet. Auch Lebensmittel, nicht denken Sie an EHEC-Skandal, das wird alles nicht gemacht, weil wir 1000 Milliarden Euro für eine völlig blödsinnige und unsinnige und unnötige Energie. Das steht können Sie doch brauchen, bloß heute mal zu googeln, das ist da die ganze Fachwelt weltweit, die lachen dann nur über Deutschland. Ja. Nicht, aber wir haben eben, das ist 1000 Milliarden verfeuert und das ist nicht zum Lachen, sondern zum Weinen.